Kolleginnen und Kollegen, ich rufe jetzt auf die weitere Beratung zu Tagesordnungspunkt 10, der zweiten Lesung des Gesetzentwurfs der Landesregierung für ein Gesetz über die Festlegung des Haushaltsplans des Landes Hessen für das Haushaltsjahr 2017, Drucksache 4093 aus 19 zu Drucksache 3674 aus 19. Und wir fahren in den Beratungen fort. Ich rufe zunächst auf die Beratung, Kolleginnen und Kollegen, auch auf der Regierungsbank. Es wäre etwas Ruhe für mich angenehmer. Die Beratung zu Einzelplan 01. Gibt es dazu Wortmeldungen? Ja. Nein. Das ist eins. Zu Tagesordnung, zu Einzelplan 01 hat sich Kollege Rock von der FDP gemeldet. Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren! Sicherlich wird die Debatte heute um die Einzelpläne des Haushalts kontrovers geführt und wird auch sicherlich an der einen oder anderen Stelle eine Zuspitzung geben. Ich möchte aber an der Stelle den Einzelplan 1 nutzen, mal, was ja nicht so oft vielleicht vorkommt, aber hier doch mal unserer eigenen Verwaltung zu danken und mich bei dem Direktor und bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Landtagsverwaltung zu bedanken für ihre gute Arbeit, mit der sie uns begleitet haben, auch bei den Haushaltsberatungen immer mal wieder die Möglichkeit bestand. Gerade die Kollegen aus dem Ältestenrat und Präsidium wissen das, dass wir hier eine große Einvernehmlichkeit haben. Und ich glaube, ich mache das auch im Namen meiner Kolleginnen und Kollegen, gerade dem parlamentarischen Geschäftsführer, dem Direktor und seinen Mitarbeitern herzlich zu danken für ihre Arbeit. Eine Kleinigkeit kann ich schon anmerken, wenn ich hier vorne bin. Es gab eine kleine inhaltliche Kontroverse bei der Frage der Vergabe der IT. Wir werden dann trotzdem, auch wenn wir da grundsätzlich eine andere Haltung hatten, der Erweiterung im Personalbereich durch die Inhouse-Lösung zustimmen und werden natürlich auch den Einzelplan 1 mittragen. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Kollege Rock. Ich habe keine weiteren Wortmeldungen zu Einzelplan 01.